Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Leech unterwegs. Und zwar leveln wir heute meinen Twink wieder ein bisschen weiter. Der Rix ist auch wieder dabei und wir sind das letzte Mal hier in Zangermarschen stehen geblieben. Wobei ich glaube, da hatte ich einen kurzen Teil nicht mit aufgenommen, aber wir sind vom Level nicht höher gekommen, also Level 70, wir sind hier bloß hingeflogen, haben glaube ich 2 oder 3 Quests gemacht, also habt ihr nicht sonderlich viel verpasst. Wir werden jetzt hier erstmal weiter loslegen, machen hier jetzt erstmal ein paar Quests und ich habe mir, achso, warte mal, wir wollten mir jetzt einen Timer machen, Timer, wo ist der jetzt? Ah, da unten ist der Timer, machen wir den mal irgendwo, ach nee, warte mal, da ist, was haben wir den hier oben, nee, warte, komm, den machen wir hier unten hin. Und ich wollte jetzt etwa eine Dreiviertelstunde questen, so Pi mal Daumen. Und die letzte Viertelstunde hatte ich vor, mich mit einem Zweit-Account durch eine Instanz zu ziehen. Und zwar, um den Levelprozess ein bisschen zu beschleunigen. Und das wollte ich mir heute mal angucken, ob das ein bisschen besser klappt. Denn ich hatte schon mit dem ein oder anderen Twink ein bisschen was ausprobiert, wie man quasi am effizientesten levelt. Und ja, bis jetzt sind wir ja relativ chillig durchgekommen, aber ich möchte es jetzt ein bisschen anziehen, da ich ja auch noch vorhab, irgendwann die anderen verbündeten Völker hochzuspielen. Und optimalerweise wäre natürlich das gut, wenn man die auch noch hochspielen könnte, bevor das Addon kommt, ne? Deswegen muss man da immer ein bisschen gucken, dass wir da weiterkommen. Wo bist du denn? Fliegst, aber du hast doch zumindest Fliegen, oder? Weil du scheinst mir ja schon wesentlich langsamer zu sein als ich. Ja, hey, wo ist das? Hier in der Höhle, wo wir die Quest haben. Haben wir doch hier die Quest, dass wir hier einmal die Höhle ausradieren. Ach so, ja. Ich habe extra jetzt kein Pet geskillt, weil du ja quasi Tank bist und ne, dann. Ja, weil das 70er Fliegen kostet 4000 Gold und das habe ich nicht. Nö, das habe ich mit dem Char auch nicht. Das müssen wir irgendwann mal das Gold rüber schicken, dann wird sich das vielleicht mal anbieten, dass man das macht. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Achso, da bist du. Ja, einfach hier, wir müssen hier einmal die Viecher ausradieren und dann müssen wir, oder wir springen gleich zu dem Boss runter und kämpfen uns dann hoch, das ist glaube ich kürzer. Komm mal hierher, zu dem Boss. Bin runtergesprungen, spring mal hier runter zu dem Boss. Und dann müssen wir einmal nach oben uns kämpfen. Also das ist da, oder? Ja, da ist, du kannst ja bloß einen Weg runterspringen. Einfach hier den umnatzen und dann können wir uns nach oben kämpfen, ne? Als wenn wir jetzt erst nach unten laufen und dann wieder hochlaufen müssten. Aufgabe, ich hab hier gerade 4 Mobs am Arsch. Ja, komm doch hier runter. Ja. Bei mir zeigt's zwar, dass du oben bist, aber ich bin noch weiter runter. Hä? Du warst doch auch gerade oben. Ja, ich seh dich da hinten, ja. Was bist du eigentlich gut, ne? Ich glaube, ich spiele doch wieder mit Pet. Brauchst du noch nicht. So, der hat sogar dicken Loot gedroppt. Ach, den brauchen wir nicht mitnehmen. Passt schon. Ah, jetzt hast du ihn doch geaddet. Wir müssen ja eh noch ewig viele töten, weil wir wieder nach oben uns durchkämpfen müssen. Also von dem her, muss ich bloß mal gucken. Ach, oh, unbekannte Pflanzenteile droppt der. Ob wir diese ganzen Quests hier. Ach so, da, was sind das? Ach so, die ist die erste, die ich schon fertig habe. Oh, und die Reittier-Quest habe ich noch. Gut, das sind halt scheiß viele, ne? Ja, weil hier, bis wir nach oben laufen, haben wir das wahrscheinlich eh wieder drin. Was brauchen wir denn jetzt hier noch? Eine Heilsalbe soll da noch irgendwo sein. Wo kriegen wir denn die Heilsalbe her? Die ist aber jetzt hier nicht in der Höhle, oder? Hier. Weißt du eigentlich schon, ob es Item gibt, die mehr Geschwindigkeit, also dass ich schneller laufe? Ja, es gibt ja den Tertiärstat mit Movement Speed. Der ist ja random, aber es gibt ein paar Items, die haben so Movement Speed drauf, ne? Und da bin ich ja heute auch schon, warte mal, ich glaube hier hinten könnte was sein, da glitzert zumindest irgendwas. Ist das die Salbe, die wir brauchen? Es gibt nämlich ein paar Items, wo das so drauf ist, wie gesagt, und da bin ich am überlegen, für diese Dungeon Speed Geschichte, die ich auch, ah, schau, das ist die Heilsalbe, die wir gebraucht haben, na wunderbar, und dass ich mir die quasi mit dem Char zusammenfarme und dann halt durchspiele, ne? Und da muss man mal gucken, oder wie viel man maximal den Speed erhöhen kann. Es gibt nämlich, soweit ich es gesehen habe, stacken nämlich nicht alle Sachen miteinander. Also heute hatte ich ja mit meinem Main, ne, das Bernd-Tatar genommen. Ja. Und wenn ich gleichzeitig den Sprint ziehe, der halt auch 70% erhöht, das stackt nicht. Also ich bin bei 217% stehen geblieben. Wenn ich jetzt aber den Sprint und den Roar ziehe, also nicht den Sprint, also wenn ich hier den Proc vom Bärendatar habe, der 70% ist und dann noch den Roar ziehe, dann komme ich auf mehr, obwohl der Roar nur 60% Movement Speed hat, also anscheinend stackt das halt dann hoch, ne?
Also, das ist schon ganz komisch. So, was brauchen wir denn jetzt? 10 von 10 haben wir? Was müssen wir jetzt hier noch machen? Ach, wir müssen. Ach, das sind das verschiedene? Nee. Wir müssen noch irgendwas anderes töten. Doch, das sind. Oder? Mal schon Laura und Gregor, ja, sind unterschiedliche. Das sind unterschiedliche, ah, okay. Da müssen wir jetzt da vielleicht doch gucken. Da müssen wir vielleicht doch ein paar mehr umbatschen. Nee, aber das sind alles die gleichen hier. Och nein. Jetzt heißt es aber nicht, dass wir hier fünfmal den Laden aufräumen müssen, oder? Das wäre jetzt suboptimal. Schauen wir mal. Also da hinten, die haben wir schon alle weggeräumt. Bloß der Boss da unten. Hä? Der war doch gerade noch da. Wo ist denn der jetzt hin? So wieder despawned, okay. Ja, ich bin da hinten. Du bist runtergesprungen. Nee, der ist hier hinten. Der greift irgendeinen so Sporriger hier hinten an. So, jetzt brauchen wir halt blöderweise noch ein paar von den anderen Viechern. Warte mal, da hinten ist nur einer? Was ist das? Nee, das ist auch ein falscher. Vielleicht sind die draußen. Ja, also unten ist halt auf jeden Fall noch der Boss. Erstmal eine Giftschnitte, ja. Hab ich auch mitgekriegt hier, das Video von Unge und Milch ist Gift und sowas. Find ich ja sehr amüsant. Oder die ganzen anderen Videos dazu. Ja, da gibt's ja echt Zehntausende. Im Nachhinein behauptet er ja, es war ja bloß um Aufmerksamkeit zu erregen und hin und her und rudert dann halt zurück, als er Gegenwind kriegt. Ich weiß nicht, naja. Ich flieg mal schnell den Boss, da muss nur einer runterspringen. Den Boss haben wir doch schon. Echt? Hab ich? Ja, den hast du auch schon, fertig. Ja, scheiße. Den habe ich doch schon gekillt. Ja, aber gut, wir brauchen eh noch Mobs. Warte mal, lauf du mal unten noch rum und schau mal, ob unten noch welche sind. Dann gehe ich mal vor die Alligator. Hey, grüß dich. Achso, den Chat habe ich gar nicht eingeblendet, ne? Das kann ich gleich auch noch machen. Guck ich mal außerhalb der Höhle, ob da vielleicht noch irgendwas. Ach, schau mal, da ist so ein Gräber, oder? Den brauchen wir noch. Weil wir brauchen jetzt halt quasi noch drei, beziehungsweise wenn ich den hier gekillt habe, brauchen wir noch zwei Dudes. Jetzt hoffe ich, dass das gleich für dich zählt, von der Range her. Hat das gezählt für dich? Ja. Okay, ich schau mal noch vor der Höhle, ob da noch welche sind. Matschlau. Weißt du, wir waren die Einzige in der Höhle. Solche Quests regen mich dann immer auf. Da ist noch ein Gräber draußen. Jetzt schauen wir mal, ob noch mehr sind. Es sind genug draußen, du kannst nach draußen kommen. Passt, hier, die Typen hängen hier draußen in großer Zahl rum. Also, dass du runtergesprungen warst, war jetzt nicht so... Dann hatten wir ja schon den Dude. Deswegen bin ich am Anfang extra runtergesprungen, dass wir durchs Hochlaufen quasi die Mobs fertig haben. Ich wollte irgendwas sagen. Ach ja, aus dem ja? Stream hat keiner mehr Bock, ne? Was denn? Hier mitzuleveln, was? Ja, so Classic, da waren viele dabei. Dann, wo wir so noch so 60 waren, aber jetzt hast du gar keinen Bock mehr. Ja gut, die meisten sind halt vom Level nicht mitgekommen, ne? Weil sie dann halt mal nicht da waren oder so. Aber ist ja nicht so wild, also wir wollen ja nicht in eine Fünfergruppe sein. Ja. Ich finde es zu zweit angenehmer. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen, weil das Problem ist, es rennt jeder in eine andere Richtung, vor allem wenn du irgendwas aufsammeln musst und es dauert mit mehr Leuten, dauert es länger. Also 2 geht, 3 ist auch noch cool, aber drüber hinaus, wenn dann jeder woanders hinrennt, das dauert viel länger, als wenn du gleich, warte mal, Nager klauen. Einen Mob brauche ich noch von denen, wo du aus der Höhle irgendwie auch einfach sehen. Nur, aber droppen die das einfach? Warte mal. Ja, weil du wieder irgendwo anders hingelaufen bist, weißt du? Ja. Sollen wir nicht machen sowas? Ja, das glaube ich auch, dass das ernst gemeint war. Ja, als Veganer hat man, glaube ich, auch manchmal so Einstellungen, der ist ja Veganer. Ja, das ist, weißt du, jedem das Seine, aber sobald ich auf dem Trip bin, dass ich anderen vorschreiben muss, wie sie zu leben haben, solche Leute lehne ich prinzipiell halt ab, weil, keine Ahnung, jeder hat da seine eigene Philosophie und klar, man kann Sachen aufzeigen, aber sobald es dann so missionarisch quasi wird, nervt mich sowas eher immer. Also ich hätte mir aus Trotz irgendwie so ein Video zukommen lassen, wo man Milch trinkt. Das haben ja einige gemacht. Ja. So, jetzt muss ich gucken. Einer hat jetzt von mir aus der Gilde noch ein Intro gebastelt für Kills von der Gilde, deswegen muss ich mir mal hart angucken. Also mache ich dann nach dem Stream, dann schaue ich mir das mal an.
da ein bisschen was gepasst. So, wir brauchen jetzt hier wirklich 30 von diesen gammeligen Nagelklauen, ne? Das, wenn wir mal... Hinten habe ich auch noch ein paar gekillt. Ich weiß nicht, ob du die mitlooten kannst. Ach, warte mal, sind die Nager hier auch im Wasser? Ach, warte mal, aber die können wir auch an den anderen Stellen hier töten. Warte, kannst du noch mal einige hier zusammenziehen von den Drecksviechern? Wo ist das Tank? Müsste es doch easy gehen. Und... Ja, gibt auch bei der Quest ein bisschen bessere, ab und zu ein bisschen besseres Gear, aber... Nimm mir die Viecher mal ab. Ich habe jetzt eh mal hochgeschossen und... Nehmen wir die mal alle zusammen und jetzt hänge ich hier den Pilz fest. Warte, ich ziehe hier mal so ein Dings rein. Oh. Rippst du da? Ich sieht wahrscheinlich danach aus, weil ich... Die sind echt viele. Ja, ja gut, okay, die sterben da jetzt alle gleich. Halt mal noch ein bisschen aus ich hier. Ich habe mich ein bisschen hoch. Er muss hier einfach nur hoch rein. Super, schau mal, diese Drecksviech haben meine Tentakel eingefroren. Was soll denn der Scheiß? Also geht es halt viel schneller, wenn du an den ganzen Scheiß... Das Ziel lassen ist das beste Leveln. Ja, von der Effektivität zum Teil schon, ja. Aber du kannst halt durch diesen Dungeon-Lockout das nicht die ganze Zeit machen. Also du musst zwischendrin immer wieder quasi normal leveln, ne? Da bleibt dir leider nichts anderes übrig. Also vielleicht ist nächste Woche noch ein Kollege dabei von mir. Okay, ja klar. Der hat jetzt wieder mit WoW angefangen, aber ich weiß nicht, wie lange der zum Leveln braucht. Boah, der kann ja unter... Also ich mach das ja eh immer nur am Dings, ne? Dann kann er ja zwischendrin, wenn er Bock hat... Also wenn jemand mitmachen will, kann er das gerne machen. Sollte dann halt, ne, mit uns da mitlaufen. Weil ich will halt jetzt dann nicht immer 5 Jahre warten, wenn irgendjemand irgendwo anders rumhängt, ne? Das ist halt dann immer nervig. Und wenn nämlich den Charles schon einigermaßen effektiv hochzocken quasi. Ich glaube, bei dem bei dem nicht geschmiedeten Trainer spiele ich einen Heiler. Okay. Ja, da habe ich halt vor, Paladin dann zu machen, dann gucken wir mal. Kannst ja der Paladin-Tank sein, nicht der Paladin-Healer. Jo, klar. Kein Paladin-Healer, nee. Ach, du bist kein Paladin. Also mit Paladin-Healer hast du es nicht so, ne? Nee. Also wenn der Tank oder DD, aber. Oh, Level Up, nice. Was mit den Nagerklauen ist so eine Sache hier. Nee, das haben wir fertig. Diese Kack-Dinger da, ich krieg die vom Stern, die sterben so. Weil ich da nicht drauf schieße, die bringen ja keine Nagerklauen. So. Ja. Okay, lass mal rüber und diesen Boss da töten, da sind ja auch lauter Nager. In dem anderen Lager. Und dann können wir eh abgeben, dann können wir relativ viel Quests abgeben gehen, dann schauen, was das an DP bringt. Dann haben wir da einiges abgeräumt. Ja, morgens in den, zu den Frühstücksflakes schön mit Wasser. Ich mag ja an sich keine Milch, also für mich ist es ja, eh kein Ding. Ich bin ja einer... Ich bin zu Cornflakes oder Müsli muss schon Milch dazu, oder? Nee, ich esse die halt dann so, ich esse die halt einfach ohne. Ich habe da mal mit Wasser probiert, aber das ist übelst, das kannst du voll knicken. Ich esse die halt einfach, schaufel die halt so rein. Dann reißt du dir halt so ein bisschen Gaumen auf irgendwann, ne? Aber, ja. Mein Vater hat das mal gemacht, weil er im Trainieren war, mit Haferflocken mit Wasser. Er durfte nicht mal die ganz niedrige fettarme Milch nehmen. Okay. Nee, also... Wer redet weiter? Also ich weiß nicht, das ist... Ich brauche halt keine Milch, deswegen, ich mag die halt an sich geschmacklich nicht, aber Haferflocken, da musst du dann schon irgendwas nehmen. Ich habe mit Joghurt oder so, da habe ich kein Problem, aber Milch bin ich einfach nicht so der Fan von. Einfach runter damit. Ich könnte Haferflocken essen und ich wäre nicht satt. Ja doch, Haferflocken sättigen eigentlich schon, wenn das mit irgendwas so ist, also mit Joghurt oder irgendwas, dann noch ein paar Früchte reinschneiden, das habe ich früher halt gemacht, wo ich dann noch sportlich unterwegs war und das dann so als Ding, da habe ich so einen halben Kilo Dings war das, Joghurt, dann ewig viele Haferflocken rein, was so eine richtig großen Schüssel und dann halt Banane, Äpfel reingeschnitten, das war eigentlich schon eine richtig runde, gesunde Sache, aber das war dann halt auch ordentlich was, weißt du? Ja, Kalorien, die haben ja nicht so, die haben ja normal Kalorien, aber Kohlenhydrate hauen die halt rein. Ja, genau, deswegen machst du ja, du willst ja eigentlich in der Früh Kohlenhydrate haben. Was Ernährung angeht, da kenne ich mich aus. Kennst du dich aus, okay. Ja, wegen meiner Krankheit halt. Okay, naja. Es ist nie schlecht, wenn man sich da auskennt. Und dann aber trotzdem ungesund lebt, ne? Ist das dann nicht so gut, aber ich kann zum Beispiel auch Fastfood gar nicht essen. Ich kann keine Burger bei McDonald's essen, weil ich auch Weizenallergie habe. Oh, das ist natürlich blöd.
Aber ist denn Haferflocken mit Wasser nicht, also, weiß ich nicht, ist das dann nicht eine geschmacklich nicht so geile Sache? Ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, weil Haferflocken Nee, an sich ich ja glaube, das eher schmeckt ziemlich nicht. trocken sind. Also, Schmeckt dann eher wie so Klopapier wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. hast du genug Nagerklauen oder brauchst du noch welche? Ich brauche noch drei. Okay, dann müssen wir hier wohl noch zwei Nager umhauen und dann fliegen wir weg, wenn du 29 ist. Das. Ja, nee, also. Wenn man das Ja, natürlich. ich fragte jetzt mal Gina, ob die mich dann demnächst NHC mitnimmt. Die hat mich eigentlich mitgenommen, aber ich hatte irgendwie keinen Bock gerade auf Elben. Ach, echt, okay. Will Das Gina dich NHC wäre durchziehen? ja. Ja, nicht schlecht. Hast du anscheinend Also, einen bleibenden Eindruck hinterlassen? halt, ich habe sie halt mal gefragt, ob ich mit kann durchziehen. Jetzt nicht genau, aber man merkt Okay. dann, die machen das halt Warst du schon öfters. NHC unterwegs oder allgemein an Taurus oder noch gar nicht? Ja, ich war mit dem Pana Retri auf Vorderseite 7 von 11. Da habe ich mir den Fuß fast gebrochen und dann musste ich abbrechen. Da haben die mich rausgeworfen. Warte mal, wie? Du hast den Fuß was gebrochen? Ja, und dann konnte ich halt, ich war halt 2 Tage nur am Bett, ich konnte mich fast gar nicht bewegen, weil ich Ja. einfach das Auftreten schwer war. Und ich konnte mich dann halt nicht mit lauter Schmerzen vom PC setzen. Das ist. Ja, nee, das ist eh klar, aber das hat sich jetzt gerade so angehört, ob du während dem Run dir quasi den Fuß gebrochen hast. Das hat mich jetzt ein Ist bisschen verwundert. Okay, es also. nicht. Okay. Ja, jetzt wird dein Schuh draus. Jetzt, okay. Das wäre aber auch lustig. Ja, weiß ich nicht, Könnte wie ich. intensiv du raidest. Das, ne? Das könnte ich aber auch sein. Echt, okay. So ein Ausraster mal gegen den PC treten. Hast du das? Und dann nicht deinen Fuß brechen. Aber hier verdammt wenig EP, ne? Wenn ich das jetzt so, wenn ich das jetzt Also so. ich krieg auf jeden Fall mehr wie Dings. Ich habe in Nordend Scholosa Becken gequestet und da habe ich Dings 10.000 pro Quest bekommen. Also das war. Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Gut, du kriegst jetzt hier so 16.000 pro Quest. Ist jetzt aber nicht wirklich krass, muss ich sagen. Also, ne? Da oben kann man noch eine Quest Ja, abgeben. die habe ich schon abgegeben. Jetzt muss ich. Müssen wir da quasi da hinten einen töten und sonst haben wir hier gar keine. Warte mal, ich habe irgendwas aufspüren, habe ich drin. Oh, ich habe es schon wieder fast ein ganzes Quest-Set. Das finde ich echt ganz okay. Ja, die Teile, die Jetzt haben sind wir aber gar alle. nicht mehr viele Quests gekriegt. Jetzt muss ich nur da hochgehen einmal. Also wenn ich das Set nicht mock, was ich als wenn das ein Quest wäre, sehe ich aus wie eine Kampfklasse-Belohnung. Wie Das ist siehst du dann aus? so. Ich sehe dann aus wie so, keine Ahnung, wenn ich mir die Teile angucke. Okay, denk mal drüber nach, welche Rasse ich als nächstes spiele. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich will halt also alle vier, die man im Moment spielen kann, von den neuen Rassen halt mal hochzocken. Ne? Das ist halt der Grundplan. Welche ich als nächstes nehme, weiß ich noch nicht. Ob ich erst die beiden Allies fertig mache und dann Horde mache oder andersrum. Und wir können eigentlich da oben gleich mal die Quests annehmen, wenn wir hier schon mal in die Nähe fliegen. Da Oder du oben sind ja kannst einige Quests. ja oder du kannst ja auch mischen. Was kann ich? Mischen, also einmal Ali, einmal Horde, einmal Ach Ali, einmal so, Horde. ja. Oder parallel, da muss man mal gucken. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Mal gucken, jetzt. Ich will erstmal den hochbasteln. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen schneller gehen, wenn ich das immer mit den Instanzen kombiniere. Willst du dann eben auch vom GS hochwasser oder tust du den ab 110 stehen lassen? Ich will, also, bisschen vom GS will ich den schon hochbasteln. Also Argus und so, ich würde den dann halt auch als Dings-Char nehmen, als Missions-Char. Also auf 900 wird er auf jeden Fall hochgebastelt. Aber da wird jetzt nicht krass Raid-equipped, ne? Also, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Na, schau, da haben wir doch wieder ein bisschen was an Quest. Also, wir müssen jetzt hier erstmal eine Tuße töten. Ach du, ja, klar, also, wenn ihr wollt, dass wir als nächstes Horde machen, können wir auch gern machen. Da habe ich jetzt eigentlich nichts großartig dagegen. Ich glaube, Horde hast du mehr Zuschauer. Oder halt viele Zuschauer Horde. Ach so, glaub ich jetzt nicht mal, aber klar, man kann das auch mit abwechseln. Ich muss mal schauen, wie rum ich es mache, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber erstmal mich auf den quasi fokussieren, dann kann man ja immer noch gucken. Aber dann lass mal. Horde wäre ich aber auch dabei. Oh, da Ich bin bist du so auch einer. dabei? Okay. Also ich bin so einer, der ist hobbylos und der spielt gerne WoW. Okay. Da Ja. spiele ich lieber 110er hoch, da habe ich auch was davon, auch Void-mäßig oder so. Da einfach, Oh. ja. Okay, Ich habe, ja klar. ja.
Nö, also ich sag mal so, mehrere Chars lohnen sich oftmals für irgendwas, wenn du dann irgendwas farmen willst, was die oder sowas hat, das ist schon mal ganz, ganz praktisch. Und so jedes Addon, also ich versuche eigentlich gegen Ende von jedem Addon die ganzen Chars, die ich vorher auf Maximalstufe hatte, wieder die paar Level, die es dann immer weitergeht, hochzuspielen. Das geht ja im Moment relativ easy über diese Invasionen, das ist ja echt geschenkt. Ja. Und dann, ja, immer wenn am Ende nicht mehr so viel zu tun gibt, spiele ich mir immer ein, zwei Chars noch hoch, ne? Und dann hast du halt über die Addons immer mehr Chars und jetzt bin ich ja schon bei relativ vielen, ne? Also das ist... Muss die bald mal einen Server suchen, welche voll werden, oder? Ja, das ist... Jawohl, jetzt haben sie ja wieder ein paar Slots dazugefügt, ne? Und ich habe ja auf verschiedenen Servern auch Chars, also das ist eigentlich nicht das Problem. Ja, ich habe vor, den auf 110 zu spielen, weil du kriegst ja diese Belohnung... Ach, warte mal, diese Wespen müssen wir gar nicht killen, ne? Rüstung 110. Genau, es gibt ja diese spezielle Rüstung, wegen dem ich das eigentlich grundsätzlich mache. Ach nee, den müssen wir nicht töten. Aber da musst du im BFA auch nochmal zwei Klassen hochspielen. Da werden wahrscheinlich immer noch mehr kommen. Also Blizzard hat ja gesagt, aber das kann, also wenn BFA rauskommt, dann werde ich am Anfang nicht erstmal Klassen leveln. Das mit Sicherheit nicht, ne? Aber ich wollte fragen, kann ich denn bei euch im Raid einsteigen in BFA? Weil dann ist ja eh wieder alles. Wenn spielerisch passt, ja. Und wenn halt die Raid-Zeiten auch passen, ne? Und wir halt auch die jeweilige Klasse suchen. Das ist halt die Geschichte. Oh, was habe ich da gepullt? Ach, den brauchen wir nicht. Aber den hier brauchen wir. Machst du den Drenai auch auf? Hatten die das? Ja, hatte ich eigentlich vor. Ich wollte jetzt ein paar Chars auf Antonidas hochbasteln. Oh, der hat sogar einen. Ah, schau, gut, dass ich den rangepullt habe. Das wusste ich doch. Gibt nochmal eine Quest hier. So. Achso, was? Ich kann es mir die teilen. Oder? Nee, das ist eine Drop-Quest, die ist gerade von dem Mob hier gedroppt. Das neue Untote. Weiß nicht, was die. Also, was ja kommen soll, sind diese Gilneen. Nicht Gilneen, sondern diese. Menschen quasi von. Von Kultiros. Die sollen ja irgendwann anscheinend kommen. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Hier so eine Erdprobe nehmen. Und. Müssen wir auch noch. Und die Dinger. Die müssen wir nicht töten. Irgendwo müssen wir eine Erdprobe ranholen. Muss man da irgendwas rein? Ich hab schon gerade eine Hand. Rausgeholt. Ungefähr so. Okay, warte mal, da muss ich mal hinfliegen. Okay, hast du mir die weggeninjert etwa? Nö, da. Ja. Geh mal mit deinem Flugviech da weg. Hier sollen. Ach, da hinten. Ah, ich sehe gerade eine. Aber die Viecher brauchen wir anscheinend noch nicht. Ich glaube, das ist dann die nächste Quest. Dass wir die Viecher quasi dann. Ja, aber die bringen schon jetzt einigermaßen gut EP. Also ich bin jetzt schon fast 12-57%. Okay, also die Dinge habe ich jetzt fertig. Die Erdprobe. Da brauchst du nur eine. Dann müssen wir noch ein paar von diesen Nitarochen quasi killen. Und was brauchen wir dann noch? Die Sporen, das ist da hinten und die eine Quest da vorne. Ach, und die Hydra, die ist da im See, okay. Gut. Oh ja. Wenn ich im BFA bin, dann habe ich mindestens 4 Chars auf 110 bei Antonidas, dann habe ich einen Heiler, eine Idee und einen Tank, also. Okay, dann hast du einiges, was du spielen kannst. Ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Aber oh, was nicht ich schlecht. Jetzt gerne im Raid mache, ist die Idee. Man okay. Muss nicht so, so viel achten, man kann nicht am. Die meisten Ärger, wenn man Fehler macht, kriegen, glaube ich, die Heiler oder Tanks, kommt immer drauf an. Es sei denn, man ist so ein Hunter wie in dem Plus 15er wie vorher. Achso, der da, ja. Der Hunter war schon recht lustig. Hat einfach mal alles gepult, einfach mal reingeschossen, das war dem wurscht. Ich glaube, der wollte halt gucken, oh, ich brauche mein Key hier unbedingt in Time, weil er halt die nächste wahrscheinlich laufen wollte. Aber manchmal ist es halt sinniger, nochmal einmal zu warten, als dann. Ja, bis das Item droppt. Ich mache auch immer nur. So eine, was habe ich jetzt mit meinem Bruder habe ich jetzt eine Plus 8er gemacht und dann habe ich gewartet, weil mit 29 ist Plus 8 einigermaßen gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ich mache nicht so viel mit Plus. Okay. Aber das war auch anstrengend mit dem Heiler. Ich muss mich mehr heilen wie den Tank. Okay, das ist aber komisch, wenn ich mehr als den Tank heilen muss. Ja, ich glaube, der Tank, das war ein Freund von einem, der hat schon. Plus 16er und weiß ich nicht was gemacht. Der hat gut Leben gehabt und es war ein DH oder DK, ich weiß nicht mehr. Okay, da meinst du dann gut, dann hat er sich wahrscheinlich selber relativ gut geheilt. Gut, die Woche mit den Affixen musst du ja eh die Leute immer oben halten. Oh Kack, was kommen denn hier an Kackalen die ganze Zeit an?
Nimm mir die Aale mal weg hier. Kannst du Aalparty wissen, bloß gucken. Ja, 24 Minuten haben wir jetzt. Also so um 40 will ich dann mich langsam rüber bewegen, quasi in die andere Zone. Ich denke mal so eine Viertelstunde. Dann 2-3 Minuten brauchst du pro Run maximal. Ja, 2 Minuten wirst du pro Run brauchen, also ja. Ja, ich sollte vorher noch meine Taschen leeren. Ich hab. Ja gut, hier wird den ganzen Käse, wird dir ja eh nachgeschickt, also. Ja, ganz so schön. Also glaub, von dem her. Ich von meinen 900 Gold erstmal ein paar Taschen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ja. Ich hab mehr, nee, was hab ich? Ich hab die krassen 14er Taschen mit dem Char, ne? Ja, also auch. Da geht was. Mein Gott, also das Ganze, von dem Zeug ist ja eh nie was wert, ne? Also da kannst du eigentlich alles beim Händler verticken. Das große Gold kommt damit nicht rum, ja. Kommt er mit dem Verkaufen von dem Zeug? Wie viel kriege ich jetzt eigentlich pro von welchem Item? Zeug? Für das Quest-Item kriege ich da 2 Gold bei Händler und Waffen, glaube ich. Uiuiuiui, 2 Gold, da wird's aber schon. Achso, stimmt, wir können ja fliegen, ne? Ich vergaß hier. Mal gucken, wo noch ein paar Hydras sind, da hinten. Die sind hier immer nur an der Küste, kann das sein? Also im Wasser sind nur diese komischen Aale, die kein Mensch haben. Ich zieh den da hinten gleich mit. Ich hab den schon. Kannst du an dem anderen da dran? Jetzt werden DK gut. Ja, zum Grippen. ich schieße einfach auf beide ein bisschen. Da spiele ich auch gerade einen hoch, aber auf Tyrion. Okay. Ich versuche gerade irgendwie alles ein bisschen hochzuziehen, währenddessen noch das Fliegen, weil ich spiele keinen Indigen mehr, der nicht fliegen kann, das nervt mir noch. Wie, Indigen kannst du nicht fliegen? Nein, ich habe doch diese Vorgeschichte mit meinem tollen Account. Ach so, und aber hast du nicht vor, dass dir dann quasi... Ich hatte vor, aber bis ich dann Sora mal 5 Kapitel durch hatte, hatte ich dann fast 2 Monate keinen Bock mehr. Okay. Ich bin ja bei jeder Kack-Quest ausgerastet, wenn man irgendwie abgemordet wird in der Kackstadt da. Das ja. Ist so schlimm. Ja, aber die musst du halt nur einmal spielen und dann hast du es ja quasi, ne? Also. Was ich glaube, schwieriger ist, ist die WOD, das Fliegen, oder? Schwieriger zu machen? Naja, nicht unbedingt. Hier, geh mal ins Wasser rein, sonst geht der die ganze Zeit, ist nicht angreifbar und wir können da nicht mehr aufmounten. Aber man muss bei diesen komischen Aalen da, die können ja nicht aus dem Wasser raus, da muss man ein bisschen gucken. Warte, ich mache einfach Stieb-Tricks. Ja, natz den mal um. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen jetzt... Also irgendwas sollten wir hier... Ach so, da hat man unendliche Wasseratmung. Ah, aber die sind ja eh bloß hier am Rand, also ich weiß ja nicht, irgendwie ein bisschen unnötig. Wenn ich jetzt die Aale killen müsste, okay, das kann ich ja dann nachvollziehen, aber diese Dings, die Hydras, sind ja eh... Warte, ich nehm gerade die an. Ist jetzt der richtige Plural bei einer Hydra? Hydras, also mit S oder Hydren? Weiß nicht. Hydren, glaube ich. Ich weiß nicht. Hört sich irgendwie besser an, ne? Alles. Das sind so die wichtigen Sachen jetzt hier. Würde man jetzt so aus der. Einfach so sagen, weil. Das für den Mensch, glaube ich, logisch ist, weil Hydren und Hydras da. Meinst du, ist zu kompliziert? Ja. Sondern denn, wir müssen Fungussporn da hinten noch besorgen und hier können wir einmal das Ding abgeben, okay? Ich denke mal, die beiden Lager kriegen wir durch und dann gehen wir die Instanzen und nachher gehen wir halt da nach oben und schauen mal, was wir da noch so durchkriegen. Aber ehrlich gesagt, jetzt so das Leveln, ne? Also jetzt durch Questen, so krasse P bringt das nicht, weil die Quests halt irgendwie jetzt, ja, weiß ich nicht. Ja, aber zum Beispiel, ich habe es in Wrath of the Lich King gemerkt, ich muss viel weiter laufen oder mich bewegen halt für Quests hin und zurück. Okay. Gut, das, ja, das ist halt so eine Sache. Wobei für die Instanzen, ne, kriegst du halt jetzt, ja, fürs Abschließen teilweise schon an die 100k, ne? Wenn es gut läuft. Und ich habe ehrlich gesagt zwischen Level 80 und Level 90 oder 100 Hydras meinst du, nicht Hydren, okay, habe ich nicht so viel Unterschied von der EP von den Dungeons. Und es ist ja auch nicht mehr so krass viel Unterschied, ne? Ob ich jetzt auf Level 70 brauche ich quasi 400.000 und auf Level 110 brauche ich auch 600.000, das ist nicht mehr viel mehr, also da zwischendrin steigt das nicht wirklich krass an, also das ist eher marginal, was da für ein Anstieg ist. Das war früher, meine ich, anders, da hast du, wenn du 10, 20 Level drüber warst, hast du gleich mal das Doppelte, das Dreifache gebraucht, also die Kurve ist viel flacher geworden. Was nehme ich denn da? Rolle des Schutzes, vielleicht bringt das ja was.
Hey Anti, wo bist du gebannt? Reden wir jetzt vom TS oder reden wir jetzt wieder von WoW? Ich glaube von beiden. Wahrscheinlich. Dings wäre natürlich blöd. Im TS war er mal gebannt, weil er hier, also nicht von mir, aber von anderen hier auf dem TS, weil er ein bisschen rumgestänkert hat. Hat er eigentlich so schlimm gemacht, die anderen wollten es eigentlich letztens nicht sagen. Wer wolltest du nicht sagen? Keiner, ich weiß gerade nicht mehr die Namen, aber okay. Da warst du kurz weg und da habe ich halt gefragt, was los sei und dann, haben sie es irgendwie nicht gesagt, keine Ahnung. Okay. Ihr da, Dina ich will ist gar nicht online. Ich will den Pilz haben. Wer ist nicht online? Dina. Die ist eigentlich Samstag. Die hat eigentlich auch immer Samstag zu reden. Achso, die ist glaube ich bei. Oh, wie heißt der? Dreams. Die wollten irgendein Party-Ding machen. Die ist groß unterwegs, weißt du? Okay. Was ist das blöd? Wenn ich mit dir schreiben will, muss ich mich erst auf dem gebannten Account einloggen. Weil auf dem anderen kann ich irgendwie nicht schreiben, weil dann steht da, ich kann diese Nachricht kann nicht gesendet werden. Okay, vielleicht hat sie dich runtergenommen von der Liste. Oder ist das bei allen so? Also ich kann jetzt bei meinem Beitrag sagen, okay, da bist du noch drauf. Hm. Beim anderen bin ich halt nicht drauf. Das heißt, erst wenn du mich addest, könnte ich wahrscheinlich mit dir schreiben, deswegen. Genau, das. Ja, aber das ist ja immer so. Ja. Weil ich hatte dich irgendwie im Chat, hab ich gedacht, du hast mich noch geaddet, weil. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich dich auch mit runtergeschmissen, da habe ich keine Ahnung. Ich habe ja mal alle Leute, die nicht so vom Raid oder irgendwas waren, habe ich mal runter, weil ich ja keinen Platz mehr hatte, ne, wegen Raid-Suche. Ja, also, falls du nichts ausmachst, musst du einfach hier den Reeks aufnehmen und den Balthasar noch hier runter machen. Du hörst nur mich? Du brauchst für 84, 400. Ja, schau, das ist nicht viel mehr. Also, die haben die Kurve schon ziemlich abgeflacht. Irgendwie diese blöden Flügel, diese Viecher sind hier nirgends. Warte mal, das ist auch wieder ein anderer, ne? Die Aale müssen wir nochmal natzen. Und jetzt müssen wir hier in das dumme Moor, ne? Na, super. Nochmal zurück. Geben wir eigentlich ab 78 Kataklysm oder. Man kann ja schon ab 78. Oder geben wir MOP? Ich weiß nicht, kannst du das schon ab 78? Ja, also zum Beispiel, Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Das hat mir ein Freund gesagt. Okay, also das kann, also eigentlich konntest du, stimmt, immer zwei Level früher gehen, bis auf Dings, da ging's nicht, WoD, das habe ich nämlich letztens mal ausprobiert, da kannst du mit nichts interagieren, das ist total ätzend. Weil ich dachte mir, diese Bonusziele oder diese Sachen, die du aufsammeln kannst, da levelst du ja extrem schnell, ne? Das habe ich jetzt vorhin auch nochmal, warte mal, was sollen wir denn hier eigentlich machen? Ah, wir müssen Riesen töten. Ja, wir brauchen irgendwelche Proben von denen. Auch von der Hydra brauchen wir eine Probe. Ja, von der Hydra brauchen wir, oder nicht? Da wird jetzt gar nicht angezeigt. Oder müssen wir irgendwas aktivieren? Nee, wir müssen nur hier diese kleinen, etwas kleineren Riesen töten. 12 Stück, ich habe schon 2. Warte mal, ich muss mir die ganzen Quests zumachen. Das Nordwind geht schneller, meinst du? Sind das verschiedene Riesen? Stimmt, das ist der siechende Riese. Stimmt, wir brauchen. Okay. Ah, schau mal hier, stimmt. Das sind verschiedene Riesen. Jetzt sehe ich das. Okay. Ja, okay. Wir müssen jetzt halt dann gleich mal gucken. Ich weiß jetzt halt nicht, wie lange wir brauchen. Dann durch die Dungeons. Das müssen wir dann halt gleich mal testen. Aber ich würde sagen, so um 40 schauen wir dann, dass wir langsam rüberkommen und dann können wir gucken. Ach so, vielleicht wurdest du ja länger auf dem TS gebannt. Ich kann's dir ehrlich gesagt nie sagen. Lass mal ein paar Viecher zusammenziehen am besten. Was ist ja, das für ein Ding? Von den Hydras brauchen wir glaube ich gar keine. Also bei mir wird nicht angezeigt, dass wir welche brauchen. Nee, also ich brauch die irgendwie auch nicht, aber irgendwas brauchen wir von den Hydras. Lass mal hier gucken, dass wir möglichst viele zusammenziehen und dann unboxen. Ich würde wahrscheinlich Tapp dich mal nicht immer so. Ja, nimm mal den einen Riesen nur ab und dann ab geht die wilde Fahrt. Irgendwas habe ich vorhin gelesen, dass wir auch die Hydras brauchen. Irgendwelche Sensen oder sowas. Vielleicht müssen wir was einsetzen. Ach, du wurdest Perma gebannt. Probe einer verdursteten Hydra. Ja, sag ich doch. Teil mir mal die Quest, die habe ich nicht. Hey, hast du die Quest nicht angenommen? Nee, ich glaube, dann habe ich sie nicht angenommen. Oh, mit dir kann man auch nichts anfangen. Hier, das ist
die Quest hier teilen, aber irgendwie wären mir die Mobs auch nicht. Ja, keine Ahnung. Lass einfach den ganzen Scheiß zusammenziehen. Da. Ja, habe ich halt eine Quest nicht, wenn ich muss. Ich habe doch geteilt eben. Ich habe es nicht bekommen. Okay, dann hast du vielleicht eine Folgequest nicht, oder vielleicht ist das auch eine. Ja, hier gibt's keine andere Quest. Also eigentlich müsstest du das. Eigentlich müsste es gehen. Nimm die Viecher hier mal. Deswegen ziehe ich die alle zusammen, dass wir die wegdingsen kann. Und dann muss ich mich halt heilen, ne? Hier. Was ist das eigentlich so deine zweite Lieblingsklasse außer Dudu? Lieblingsklasse. Ich habe immer ziemlich gern Hexer gespielt. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich den früher quasi lange Zeit auch als Main gespielt habe. Ja, und Hexer macht mir auch Spaß zu spielen. Hexer finde ich eigentlich auch mal ganz cool, deswegen, ja. Also was komisch ist, dass hier quasi der Shit nicht angezeigt wird, ne? Ja, also, die Quest ja nicht war. Also, bei mir, mich würde es ja nicht wundern, wenn ich es nicht, aber bei dir, wenn du eine Quest hast. Kriegst du so hin, wir ziehen noch ein paar mehr zusammen, oder? Oder stirbst du? Geht, ich habe gerade meine Hand auflegen benutzt, aber ich habe noch einen Heiltrank, jetzt wird es aber kritisch. Da müssen wir jetzt damagen. Ah. Müssen wir ordentlich reinjagen hier. Nicht sterben. Ja, komm, die verrecken nur alle. Easy. Schauen wir mal, ob wir. Ne, da war jetzt gar nichts dabei. Brauchen wir noch ein paar Proben? Was ist denn das für ein Mist? Kannst hier den ganzen Sumpf ausrotten? Wenn mal da. Was machst du denn da? Tust du einmal das Haus umräumen hier? Nee. Na, hier unten sind ein Haufen Hydras. Wir haben ja jetzt. Der eine hat gemeint, es ist einfach mit S quasi der Plural. Also auch nicht unbedingt so ein Wort, was du so oft hast. So, hier nehmen wir den Käse ab. Aber ich könnte dich eigentlich auch hochschießen, aber... Ah. Oh. Super Kids, hey, grüß dich. Nein. Jetzt nicht sterben hier. Die haben wir gleich alle down. Mach keinen Scheiß. Das Maler geht mir langsam auf, oder? Nee, jetzt geht's wieder. Das geht ja schnell hoch. Okay, was brauche ich denn? Ich brauche immer noch Proben von so einem Sumpflord, ne? Der hat doch geschrieben, Anti. Hier oben sind noch. Komm mal zu mir. Ich ziehe wieder einige zusammen. Von den Sumpfriesen habe ich doch jetzt auch noch 12. Nein, ich brauche immer noch Proben von so einem komischen Riesen. Nimm die mal hier alle. Ich würde sagen, nach der Quest lass dann langsam sollen gucken. Sollen wir dann extra eine halbe Stunde machen, dass wir dann schon die Dings haben für die nächste Folge, also Questen. Inventar ist voll, warte mal, jetzt muss ich mal. Nö, also was haben wir denn jetzt? Rechnen, also ich brauche immer noch eine. Was ist denn das für ein Kack, echt? Sie droppen das nicht sonderlich gut. Warte, ich verkaufe mal ganz kurz, das ist. Naja, ich denke mir, wenn wir jetzt noch ein paar umhauen, dann müssen wir eigentlich hinkommen. Nein. Was denn? Ein Händler hat ist gegangen. Ja, der hat halt keine Lust auf dich, ne? Jetzt hier mal drauf da. Ja. Das können wir dann noch abgeben und dann können wir uns ja zurückporten quasi. So wie mich die letztens eben wegen dem scheiß Dungeon runtergemacht haben. Ich fand es voll lustig. Was war das so lustig? Ich war gerade abgelenkt. Wo ich mit dem einen Dungeon war, wie heißt der, wo du so ausgerastet bist, wollten mich zwei runtermachen. Okay. Marc Plasser und irgendwie so einer. Ich fand das voll lustig. Weil mich das sowas gar nicht juckt. Wenn ich Fehler mache, merke ich's, aber. Okay. Muss mir so sicher. Also, wie jemand runtermachen, deswegen finde ich ja immer falsch. Man kann da mal auf den Tisch hauen, aber. Alles andere. So, jetzt gucken wir mal, wollen wir die Aale-Quest da machen? Oder warte, jetzt gucken wir mal, ob wir die Flügel-Quest da hinten noch irgendwie finden. Und sonst logge ich schon mal mit dem anderen ein und dann können wir ja mal gucken wegen den Dungeons. Ja, ich gucke, ob ich die Quest da oben habe, wo ich sie gar nicht finde, weil irgendwie finde ich das komisch, dass ich die nicht habe und du die schon. Die eine Quest da, du hast doch diese eine mit den Hydras, die habe ich irgendwie nicht. Ja gut, ob du die eine Quest jetzt hast oder nicht, ist ja auch wurscht. So. Lass einfach mal die einen jetzt abgeben, jetzt haben wir ja drei Stück oder so.
Und dann können wir mal gucken, wo. Ja, das sind irgendwie immer die falschen Viecher. Das ist nur. Ach, da hinten sind die Flugviecher. Ah, darüber müssten wir. Okay, jetzt checke ich das. Ich finde es halt so schade. Das Gebiet ist hier halt schon cool mit den ganzen Pilzen und dem Zeug, ne? Und in WoD ist es halt irgendwie mit diesem Pilzding nicht so nice. Ah, wo können wir denn die Quests abgeben? Hier einmal. Jetzt haben wir schon relativ viele Quests gemacht, ne? Gut, vorhin bin ich ein Level up, aber da war ich ja schon kurz davor. Da kam irgendwie nicht so viel rum. Gut, okay. Jetzt haben wir 39. Warte. Jetzt habe ich die Quest erst. Ja, so, dann hast du aber irgendwas vorher nicht abgegeben, ne? Ja, ach. Naja, so, du musst immer alles abgeben, ne? Ja, da muss ich die einfach nachher machen. Noch kurz, während du irgendwie aufs Klo bist oder so, oder eine Pause. Ja, dann lass aber erstmal hier runter und dann die lass die Aale. Flügel und die Aale. Ja, lass mal da noch das machen und dann können wir mit dem anderen loslegen. Das sind dann die Viecher. Nee, das sind auch nicht die Viecher. Mit dem Druiden habe ich einiges zu kämpfen, was Legendary Summon angeht. Alle Legendaries sind jetzt fast 50, oder? Was meinst du mit allen Legendaries? Vom Druiden für die Essenzen, das sind noch locker 50, wo man da hat, oder? Du hast verdammt viele, ja, aber ich habe ja jetzt alle fertig, also. Ich nicht. Gut, den spiele ich ja aus schon seit Anfang. Ja, ich habe zwei, glaube ich. Ja, gut. Also du brauchst ja quasi bloß den Spec, was du spielst, quasi Legendaries sind da auch nicht alle, das, ja. Ich glaube, Legendaries waren ja früher, was war das, Anfang Legion, 700 Ungrad oder 800 vom GS. Ach so, ja. Die haben sie ja immer ein bisschen angehoben. Aber am Anfang waren sie, 98 oder sowas, was die Legendaries hattest, und dann haben sie die ja immer angehoben, 910, und dann sind die ja immer weiter hochgegangen, 940. Was ich noch sagen wollte, denkst du, es wird im BFA auch wieder Legendaries geben? Ja gut, halt diese Legendary-Halskette, ne, was sie da machen wollten. Also die Flugviecher sind hier jetzt irgendwie nicht so. Formulierung, ja. Ja, Superkids hatte ich ja schon mal gemeint, ich fange jetzt nicht an, immer hin und her zu bannen, also. Hast du halt Pech gehabt, ne? So sieht's halt aus. So, dann ist der eine eingeloggt. Den Chart, ich glaube ich, abgestellt. Dann wollten wir nämlich jetzt gleich loslegen. Komm, hauen wir noch ein paar Aale um. Ich glaube, dann machen wir dann hier später weiter. Du hast ja auch den Ruhestein drüben, oder? Ja. Höllenhalbinsel gesetzt, ne? Dann können wir uns rüberporten, dann ist das eh chillig. Weil ich weiß jetzt halt noch nicht so ganz genau, ob wir hinkommen mit der. Ja gut, wenn es ein bisschen länger dauert, das werden wir jetzt dann gleich sehen, wie lang wir quasi brauchen. Wenn wir die Aale noch hier umbatschen. Dann sehen wir ja, wie lang wir quasi durch so eine Instanz brauchen. Ich denke mal, ja, so 2 Minuten dauert es, denke ich mal, durch eine Instanz durch. Das ist, denke ich mal, realistisch. Ich habe schon ein Filet bekommen. Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel gekriegt. Du bist super lieb, ja, da hatte ich andere Erfahrungen gemacht. Da habe ich andere. Achso, schau mal, da unten sind ja richtig viele Aale. Jetzt wäre Dodo gut. Weit weg. Na gut, da hinten, da kommen wir nicht ran. Warte mal, da ist noch? Ah, der ist entkommen. Der Kackaal, der will nicht. Ja gut, die Unterwasseratmung ist ja hier wurscht, du bist ja nicht ewig weit unter Wasser. Ja gut. Was meinst du, TS-Action? Schaut schlecht aus. Anti ist anscheinend gebannt, wie ich das mitgekriegt hab. Dududum. Warte mal, da hinten sind verdammt viele, ne? Die droppen halt irgendwie auch nicht nice. Ich hab 3. Ja, ich hab auch nur 3. Das ist. Aber du hast doch eh unendliche Wasseratmung. Ja, wieso? Du hast doch so einen Trank gekriegt hier für die Quest. Das ist doch eh schon ziemlich Free Loot. Weiß ich nicht, ich hab ihn nicht gebannt, irgendwer anders hat ihn halt vom TS gebannt. Ja, müsste ich ihn entbannen, ja, das könnte ich eine Art machen.
Mach ich jetzt aber nicht während meiner Folge, das mache ich dann danach. Eine Pause oder so. Genau, da kann ich mal gucken. Okay, da haben wir nochmal zwei. Ach, warte mal, ich habe da irgendwo so einen Wassermount. Terrorapfel, hey, guten Abend, wünsche ich dir. Hörst du mich denn noch? Ja, ich höre dich. Komm mal her. Was machst du denn? Ja, hab gerade gedacht, da wäre was abgebrochen oder gerissen Kabel. Mehr kämpfen, weniger denken. Wie der eine Typ in dieser Instanz sagt, jetzt ist der Mob mir abgehauen. Hier, du bist ja ein komischer Tank. Nimm mal die Mobs hier weg. Ja. Also ich kann meine Kette noch einsetzen, jetzt habe ich keine Heilung mehr. Ja, du musst aber als Jäger irgend noch ein Heilungsding haben. Doch, ja, ich habe meine ganzen Heilungen eingesetzt. Michael, ja. Hey, grüß dich. Warum sind denn die immer hier entkommen? Was ist denn das für ein Kack? Irgendwie spackt da was rum. Ja, also die ganzen Aale, schau mal, jetzt spackt der da schon wieder. Och komm. Jetzt kommt er wieder mit vollem Leben. Ja, der ist dann immer entkommen, den müssen wir schnell töten. Nicht, dass er wieder entkommt. Vor allem, wir kommen da nicht aus dem Kampf raus. Jetzt fehlt mir noch ein Filet. Ah, ja gut. Nee, ich brauche immer noch zwei. Vielleicht kriegen wir den da noch rausgespackt. Das wäre ganz gut. Da oben sind auch noch einige Aale. Da, okay, der eine, also ist das nur bei mir so, oder portet sich der bei dir auch immer raus und wieder rein? Irgendwie ja. ganz komisch. Spackt richtig rum. Was ich, glaube ich, noch machen will, ist Schattenmontal. Weißt du eigentlich, wo man diesen Illidari-Wappenrock herkriegt? Ja, da gibt es eine Fraktion. Oder meine war, Illidari, nee, da musstest du, glaube ich, die Dings durchquesten, ne? Ich glaube, das war was zum Questen. Okay, lass mal wegporten, die Flügel machen ja. wir später, das dauert wahrscheinlich jetzt ewig, die haben eine ziemlich beschissene Dropchance. Weltbeute, grüner Trophäenwappenrock der Illidari. Port dich mal rüber. So. Zur Höllenabinsel. Hm? Ich da nicht gekriegt. Okay, kann ich für den Hexenmeister benutzen. Hm? Der sieht ganz cool aus, ja. Ich glaube, du musst das irgendeine Quest machen, aber hast auch eine Ruffraktion gebraucht. Stimmt, der Chat ist immer noch nicht eingeblendet, das könnte ich jetzt machen. Oh, warte mal, das war das falsche Mount. Das müsste ich noch... Ah, jetzt, okay. Nehmen wir jetzt vielleicht nicht so ein anderes Mount. Obwohl ich den Drachen sehr gern mag, weil ich kein anderes schönes Mount habe. Der Char, warte mal, das ist... Inftelaegun. Das ist der richtige? Ah ja, hab den richtigen eingeladen. Ich mute mich mal ganz kurz, okay? Jojo, mach das, geh bloß in die Instanz rein, dass du die Dings-EP kriegst. Was, ob ich einen effektiven Gold-Tipp hätte? Also, wo ich gerade mein Gold drüber mache, warte mal, jetzt esse ich das Bärentatar mal. Warte mal, ich hab das aus dem Podcast genommen, oder? Das wäre jetzt... Ah, doch, ich hab das aus dem Podcast... Das wäre jetzt Worst Case gewesen. Roko, ich farm gerade mein Gold über die Goldmission. Also ich habe relativ viele Chars auf Maximallevel und mache halt diese Mission. Und das, finde ich, rentiert sich schon. Warte, wie machen wir das jetzt? Machen wir es jetzt einfach mal so. Den hier. Ach so, warte mal, ich wollte eigentlich gucken, wie schnell ich durch bin, aber jetzt habe ich schon angefangen. Also quasi kriege ich ja immer den Speed-Buff, sobald ich einen Mob umhaue, ne? Mit den richtigen Legendaries wäre es zwar noch schneller und... Oh, ich hätte umskillen sollen, jetzt habe ich nicht umgeskillt. Den Movement-Speed hätte ich hier noch mitnehmen sollen. Ach, ich bin Kacknoob. Warte. Und zwar... Jetzt muss ich gerade mal gucken, Charakter. Ich sehe es ja hier, 172. Natürlich wäre ich viel schneller, wenn ich das nur umgeskillt hätte. Und wenn ich, warte mal, ich gehe einfach als Katze durch. Und mache dann halt immer mein... Naja, gut, das war jetzt Käse. Ich muss umskillen auf jeden Fall. Und ich darf eigentlich bloß immer so die Mobs umhauen, dass ich gerade immer den Buff kriege. Das wäre eigentlich ideal. So, wieder da. WB. Dann muss ich halt nochmal mit dem was anderes switchen. Und nochmal zurück. Ja, das hab ich jetzt vergessen. Also muss ich eigentlich immer bloß gucken, dass ich hier diesen 70% Dings-Buff, immer wenn ich was halt töte, ne, kriege ich den wieder. Dann geht die Instanz halt ziemlich schnell rum.
Ja, ich mache nachher mal einfach eine Stoppuhr an, dann können wir mal gucken, wie lange es geht. Jojo. Ach, die muss ich beide killen, ne, dass der Typ runterkommt. Kannst du wieder nicht natzen hier, den Dude. Ah, sind beide Level ab. Nice. Ich muss nochmal umskillen. Dann müssen wir das nochmal anders machen. Du hast einen Heiler Legendary an. Ich hab mit dem einfach irgendeinen Käse an. Das ist halt einer von Ja. meinen X-Dings-Chars, ne? Warte mal, jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich verkaufe mal kurz Was? Ich hab einen den Heiler Bischof. Legendary an, den Ring, oder? Ist das ein Heiler? Ja, Die Seele. Seele des Erzfriedens, den brauche ich eigentlich. Den brauchst du. Aber nee, das ist kein Heiler Legendary. Das ist eins, das du mit jeder Dings anziehen kannst. Seele des Waldes. Ja, Okay. das ist ein Dings. Das ist kein Heiler Legendary. Und das andere ist ein DD Legendary, was ich anhab. Ja, das eine wird mir, also das Das kannst du mit hat, jedem halt anziehen. Das ja. ist einfach diese mittlere Fähigkeit quasi. Warte mal, jetzt skill ich das hier aber um. So, okay. Dann auf geht's. Jo, ich verkaufe mal kurz Hannes, das habe ich X. ja versucht zu ihm sagen, dass es keins für Heiler ist. Das kannst du ja quasi, das hast du glaube ich bei Ja, jeder das wusste ich Klasse, nicht. dass du halt einfach ein anderes Talent quasi, also dass du zwei Talente hast, ne? Hast du Das, schon resettet? nee, habe ich noch nicht, das mache ich jetzt. Okay, deswegen. Ich bin drauf reingegangen. Nee, lauf mal noch nicht rein, ich muss dir erstmal umskillen. Warte mal, ich gebe mal dem Druid hier Lead. Ja, Schauzimmer 72. Passt. Dann schaue Ja, ich, dann stoppe ich ich gleich heile mal mit, wie schnell natürlich. wir durch sind. Mal gucken. Also im Endeffekt. Machen wir einen Timer an. Aber ich habe auch keine Movement Speed Items, oder? Ich habe einen Timer, soll ich starten? Nee, ich mach das schon. Ist alles gut. Also die Mobs brauche ich eigentlich gar nicht killen. Weil wir ja, also, weil ich quasi, ich brauche eigentlich bloß die Bosse, aber so ein bisschen EP. Oder was bringt dir so ein Mob, wenn der stirbt? Ach, mal, einer hat 38 gegeben, ich habe gerade nicht geguckt. Okay. So 180, zwischen 180 und 300. Ja, das ist vollkommen wurscht im Endeffekt. Okay, jetzt haben wir 50 Sekunden quasi, eine Minute. Also unter 2 Minuten bin ich auf jeden Fall durch. Jetzt brauche ich nur einen Boss. Also kannst du es hier schon verdammt zügig machen. Also wahrscheinlich brauchen wir nicht mal eine Viertelstunde, oder? Doch, also das glaube ich schon so. Ach, ich muss den Typen nur einmal. Okay. Also quasi 1 Minute 24 und dann muss ich noch rauslaufen aus der Instanz. Also so ein bisschen, so 1,30 brauchst du auf jeden Fall. Mit Resetten wahrscheinlich 2 Minuten. Dann bist du bei 10 Runs. Alle zurücksetzen. Und können wir wieder reinlaufen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie das mit zwei Accounts ist. Spanx, hey, grüß dich. Okay. Man kann nicht zwei Accounts zusammenlegen, oder? Wie meinst du das zusammenlegen? Also, dass man sozusagen die gleichen Erfolge und alles hat, also Doch, sozusagen doch. insgesamt. Das kannst du Echt? schon machen, ja. Wie Müssen nur den geht's? gleichen Namen haben. So. Aber ich habe jetzt zwei Accounts, habe ich gedacht, ich kann die zusammenlegen. Doch, wenn die die gleichen Zwei. Namen haben, geht das ja. Nathalie, hey, grüß Du dich. meinst E-Mail-Adresse oder wie? Nee, E-Mail-Adresse können sie nicht die gleiche haben, aber Namen. Also wenn du Nee. Max Mustermann quasi heißt, Ja. ne, und mit zwei Accounts Max Mustermann hast, dann geht das. Nee, habe ich nicht. Aber Namen ändern könnte ich, oder? Ich weiß nicht, ob du den Namen nochmal ein. Also wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, der gleiche Nachname ist, dann geht das auch. Ach so, ja. Nee.
Ich das, weiß nicht, ich muss gucken. Das würde halt auch gehen. Aber komplett unterschiedliche Namen geht nicht, weil sonst könnten es ja so gekaufte Accounts oder sowas sein. Das will Blizzard halt nicht, ne? Also von dem her. Theoretisch, das Gute an der Instanz ist, dass halt der komplette was bringt denn das jetzt? Warte mal, ich muss jetzt mal selber gucken, was ich an EP krieg. Achso, es wird gar nicht eingegeben. Oh, ich hab EP gar nicht. Warte mal, das ist der falsche Char. Warte, ich reset jetzt mal. Wieder reinlaufen. Der wievielte Run war, das war der dritte, ne? Schauen wir mal, wie viel EP das abschließend bringt. Jetzt gar nicht dran, oder? Also hier, das bringt mir. Ah, okay. Ach, wir kriegen zweimal EP? 49.000 und 7. Also, hä? Warte mal, ist das. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wie viele EP es insgesamt gibt. Klar, die Mobs bringen ein bisschen was. Und. So 28 bis 30, glaube ich, sind's. Also ich bin jetzt bei 26.000 EP, das merke ich mir jetzt ganz schnell mal. Dann machen wir jetzt fix einen Run durch. Und dann gucken wir mal, also was hatte ich, 26.000? Schauen wir mal, was ich dann nach dem Run hier habe quasi. Aber wenn ich nicht hängen bleiben würde. Jo, super, jetzt schönen Abend wünsche ich dir noch. Space, ja, also ich gucke halt jetzt, also ich level ja meinen Void-Elfen hoch, ne? Und, im Endeffekt mache ich es halt so, dass ich eine Dreiviertelstunde lang queste, ne? Also hier mit dem Rix zusammen. Und dann die letzte Viertelstunde quasi hier mich schnell durch die Indie durchziehe und ihn halt auch, ne, mit einem zweiten Account. Das ist ganz praktisch. Genau. Und das bringt halt relativ gut EP. Was dein Fehler am Anfang war bei Classic, du hast halt nur, wurdest halt nur alleine durchgezogen und es hat dann der Luke Zocker hat dann auch gesagt, ja, das ist dann halt auch schon ein bisschen blöd gewesen. Weißt du, hast halt so einen EP-Boost gehabt und wir halt nicht. Achso, das meinst du? Ja. Aber ich fand es nicht so schlimm. Gut, man hat ja die Gelegenheit, ich mach das ja wirklich nur am Wochenende, da zwischendurch nachzuziehen. Vor allem ist es ja eh komplett scaled, ne? Ob du nochmal 5 Level drüber oder drunter bist, ist ja vollkommen wurscht, weil du ja eh alles machen kannst, ne? Das finde ich ganz gut, vor allem im Classic-Bereich. Ich finde es fast nur, dass es in höheren Bereichen noch mehr zusammenlegen könnten. Aber gut. Ja, nochmal wegen dem WoD. Stimmt es eigentlich, was ich gesagt habe, dass man im Schattenmutter von 90 bis 100 leveln kann? In WoD? Nein. Ja, kannst du. Ja, okay, dann. Warte, ich muss auch dafür machen. Aber das wird halt von der EP nicht ganz reichen. Was musst du machen? Verkaufen auf jeden Fall für den. Achso, das ist nicht mit einem Monat. Warte, das bist du. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel EP ich jetzt habe. Was hat man gesagt? 26.000. Und 226. Jetzt habe also fast 100.000 gibt's pro Run. Ja, also brauchst du 4 Runs, dann bist du ein Level up. Also schaffst du quasi mit den 10 Runs, schaffst du 2,5 Level. Das ist ja eigentlich in nicht. Stunde, ja. Also, ja gut, was heißt in der Stunde? Du hast halt. Bist du wieder drin? Ja. Ja. Du hast ja nicht das in der Stunde, sondern in der Viertelstunde oder 20 Minuten oder was du halt auch immer brauchst, ne? Für die Runs. Ja. Denkst du, schaffen wir heute noch die 75? Ja, ich will heute eh einige machen, also ab jetzt nichts mehr anderes vor Mythic Plus ist abgehakt quasi. Also heute wollte ich eigentlich ein bisschen länger leveln. Mal gucken, vielleicht eher Richtung 80, ne? Wenn wir sagen, 3 oder 4 Folgen, wenn du jetzt rechnest, also gut, 4 wäre halt das Maximum quasi, weil jetzt ein bisschen die Puppen will ich halt auch nicht. Und dann hast du alleine durch die normalen Instanzen schon, wenn du rennst immer 2,5, ne, hast du ja alleine da schon 10 Level. Und ein bisschen was kriegst du ja durchs normale Leveln auch. Also so ein fast ein Level oder so, würde ich jetzt schon sagen, dass wir in der Dreiviertelstunde durch das normale kriegen.
Also wenn wir jetzt bis um 4 Folgen machen, werden wir so bis um 2, 3. Ah, oh, das ist eigentlich schon immer so, mal gucken. 3 wollte ich eigentlich schon machen, ob es Dings werden. Müssen wir mal gucken, ob ich so lang mache. Ja, ich habe es einfach auf der Zeit ausgerichtet, ungefähr. Wäre halt cooler, wenn ich ein bisschen früher schon anfangen könnte. Aber jetzt mit diesen Dings immer zwischendrin, weißt du, mit dieser Kiste, die ich holen will, ist halt immer ein bisschen Abfuck. Und da muss man halt immer ein bisschen schauen. Wie viel Prozent bist du jetzt? Muss ich gleich gucken, ich bin ja noch auf einem anderen Char, wo ich gerade am Durchpesen bin. Ja, ich bin gerade bei 90% von 71. Oh, ich bin fast Level Up, also 95 würde ich sagen, so grob geschätzt. Also ja, viel. Okay, dann hast du mich sogar fast um 2 Level überholt. Okay. Ja. Weiß ich nicht, ob ich mehr EP als du kriegst, dürfte ja, aber eigentlich. Ja, du kriegst 10% mehr wegen den Ringen, die habe ich nicht. Achso, die hast du nicht. Oh gut, ja gut, okay. Ja, so krass viel dürfte es jetzt eigentlich nicht ausmachen. Aber für den einen Ring braucht man doch nur die Garnisonsquest daily machen, oder? Jeden Tag? Du kriegst halt so einen Sack und in dem Sack kann quasi, oder ist dann dieser Ring drin, also eigentlich tun das auch relativ viele Leute verkaufen, die haben dann so diese Säcke noch ewig viele rumliegen und verkaufen das für ein paar Gold. Ich hatte da auch mal ein paar rumliegen, aber das ist eine ziemlich zähe Sache, das zu verticken und ja. Ja, weil die kriegst du ja dann immer wieder, weißt du, mit denen, wenn du ein paar Garnisonen hast und ja, ich habe halt WoD immer nur durchgerusht und dann, weil es das Add hat mir nicht so Spaß gemacht. Okay. Jetzt vielleicht versuche ich bei dem Schaden das zu machen. Ja, Level Up schon beim ersten Boss wirst du. Ja, gut, ja. Von dem her. Kriegst du den eigentlich relativ leicht. Der andere ist halt ein bisschen ätzender, weil du ja dann den Dings brauchst. Und diesen Angelwettbewerb musst du ja dann gewinnen. Und das ist, ja. Also es ist jetzt nicht krass schwierig, ne? Aber es kommt halt auf den Server drauf an, wie viel da jetzt das Zeug machen. Oder mittlerweile ist es ja auch Xtreme. Wobei, die haben das, glaube ich, geändert. Jetzt kriegen ein bisschen mehr Leute die Belohnungen, ne? Also nicht mehr wirklich nur der eine, sondern. Droppt das seltenes Teil, oder? Wie meinst du? Du musst halt diesen Angelwettbewerb gewinnen in Stranglethorn, also in Dings. Yo, Space, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ja, hier in Schlingendorntal, weißt du, gibt es ja diesen Angelwettbewerb, den musst du halt da für dich entscheiden, quasi. Brauche ich da auch Geskill oder kann ich einfach mit Angelwettbewerb 1 rein? Ich bin mir nicht, obwohl du hast dann dieses Fischentdecken und so und das macht schon was aus, wenn du das hast. Also du kannst es wahrscheinlich auch so gewinnen, ne? Aber du hast es halt einfacher, wenn du ein bisschen Angelskill hast. Das mit Sicherheit. Aber es ist jetzt nicht so krass schwierig, dass es. Also, naja, es kommt halt immer drauf an, wie viele andere Leute da rumgammeln und ob die halt besser fischen als du, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so gefragt ist. Wo ich das damals gemacht habe, da war das schon eine große Competition quasi. Ob das jetzt immer noch so ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Durchzupesen ist eigentlich schon lustig. Zwischendrin? Ja, so zwischendrin. Die ganze Zeit möchte ich es jetzt nicht machen, aber es hat schon seinen gewissen Fun-Faktor. Ich bin gerade rausgelegt. Ja, nicht, dass du die NDP nicht kriegst, ne? Nein, das wär, ich bin jetzt schon wieder drin. Ich soll an die Ehrentalente denken. Warum habe ich denn schon wieder Ehrentalente mit dem ready? Ja, ich kann die bloß nicht skillen, während ich im Kampf bin. Na, schau mal. Scheint irgendwie wahrscheinlich PvP World Quest gemacht und deswegen habe ich sie ready. Bringt die eigentlich viel? Was denn? Die PvP World Quest, also für das Prestige hochzumachen? Auf jeden Fall, also wenn du das Prestige hochmachen willst, dann möchte ich die auf jeden Fall empfehlen, mitzunehmen, weil die bringen teilweise mehr als ein Beginn, die gehen ja auch relativ zügig, also da machst du auf jeden Fall nichts falsch. Also ich empfehle ja eh, wenn du Prestige hochbasteln willst, immer die PvP World Quest mitnehmen. Das lohnt sich ja echt am meisten. Da musst du ja auch nichts können für. Also, die sind ja free fürs BG. Gut, musst du prinzipiell auch nichts können, aber. Solltest du eine einigermaßen gute Gruppe haben? Ja, gut. Prestige ist ja sowas, wo du theoretisch einfach nur lang dauert. Ne? Umso klar, umso besser du bist oder die Gruppe ist, umso schneller geht's natürlich. So, dann wieder raus aus dem Laden. Resette.
Jetzt habe ich den Überblick verloren, wie viele Runs wir schon gemacht haben. Ja, wir werden es merken. Ich glaube, 5 oder 6 müssten es sein, oder? So um den Dreh rum. Also Halbzeit haben wir auf jeden Fall schon mal. Müsste. Mit dem anderen Druid war ich halt nur wesentlich... Obwohl, jetzt bin ich ja auch 217% schneller. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich noch schneller wäre, wenn ich auf Katze specken. Das muss ich mal nächsten Run ausprobieren, ob das theoretisch noch schneller wäre, auf Katze zu specken. Ob du dann mehr Movement Speed hast in... Oder ob du mit... Katze gibt ja nur mal extra 30. Ich meine auf... Katzengestalt. Ja, ich bin ja eh in Katzengestalt und hab die Katzen... Affinität hier geskillt als Guardian, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, ob es sinnvoller wäre, gleich ganz auf Katze zu skillen und dann durchzulaufen, weil ich laufe ja eh als Katze hier durch, also... gut, ich bin halt 217% schnell, also theoretisch schneller als ein Epic Mount. In der Theorie. Season 2 sieht halt auch ziemlich nice aus, ne? Ein Pechschwingenhort. Boah, ist ein Pechschwingenhort... Ah, wie sieht denn das aus? Da kann ich bin jetzt gerade überlegen, welches das war, aber ich glaube, das war auch ein cooles Set, ne? Aus BWL. Von welcher Klasse hast du es jetzt? Hexer oder was? Nee, Hexer meint Antigrad. Hexer ist natürlich schon ziemlich nice, das auf jeden Fall. So, okay. Wieder einmal durchgepaced. Vom Hexer gefällt mir das, Hey, danke dir fürs Abonnieren. Was gefällt dir da? Auf der Höhle des Schlangenschreins. Das mit den Totenköpfen auf den Schultern oder das, wie heißt es, sag mal, Schwarzwaldsgießerei, mythisch, das sieht auch geil aus. Das sind grün-lila, ah doch, ich weiß, welches du meinst, ja, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt backen wir mal um und schauen wir mal, ob, jetzt gillen wir diesen Shit, dass Anti zufrieden ist und dann backen wir mal hier auf Feral um und dann schauen wir mal, ob wir schneller sind. Oh, kacke, hier sind natürlich keine Zauber rausgezogen. Warte mal, na super. Na super. Warte, Raw und Dings haben wir rausgezogen. Hab ich hier? Mondfeuer ist sofort. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Haben wir hier einmal... Die Artefaktwaffe hast du mit dem gar nicht geholt, ne? Oh ja, nee, wahrscheinlich habe ich es gar nicht. Ah, das ist natürlich Käse. Aber ich muss jetzt einfach mal gucken. Wenn ich die jetzt hier haue, wie schnell bin ich dann? Auf 417, okay, das nimmt sich überhaupt nichts. Es bleibt sich komplett gleich. Kann ich... Jetzt muss ich gerne mal gucken. User joined your channel. Was geht? Hey, grüß dich. Ich wollte einfach nur ein bisschen nerven. Okay, mach das. Ich weiß nicht, dann macht's aber keinen Sinn, auf Feral zu gehen, oder? Also dann werde ich keinen Prozentpunkt schneller mit. Okay. Aber sonst hat der Feral ja nix. Obwohl, ich könnte den Blink skillen, ne? Das, aber den habe ich mit dem Guardian ja theoretisch auch, wenn ich in Katze gehe. Also da habe ich ja auch keinen Nutzen davon. Da kann ich sonst noch irgendwas skillen? Basenbestie kann ich ausskillen. Ich könnte. Ja, gut. Bleibt sich echt gleich. Hier kann ich ja bloß die anderen Affinitäten skillen. Wann der Angelwettbewerb ist, der ist jeden Sonntag um, ich glaube, 3 Uhr fängt der an, ne? Oder? Oder war das 1 Uhr? Es gibt 2 Angelwettbewerbe. Es gibt einen Angelwettbewerb in Stranglethorn, das ist den es halt Classic gibt. Und dann gibt es den anderen Angelwettbewerb, den es in seit Wrath of the Lich King gibt. Und zwar ist der in, ja, Wrath of the Lich King quasi. Da musst du so, der Erste, der so einen bestimmten Fisch angelt, ne, das ist auch ein ganz lustiges Ding. Da konntest du damals Akku, diese Dings kriegen. Ja, dann geh doch raus aus der Instanz. Der Endboss ist... Achso, ne, warum ist der Endboss nicht tot? Du hast den zweiten Boss vergessen. Nein? Hä? Humor, den Namenlosen. Hä? Ist er nicht gestorben? Den habe ich da umgebatscht. Okay, ne, ich habe ihn anscheinend nicht umgebatscht. Umgebatscht. Ja gut, dann müssen wir den nochmal umbatschen. Ach, der ist wahrscheinlich... Ah, weil ich als Katze so wenig... Ich habe ja keine Waffen an, weißt du? Und ich mache als Katze mit Mondfeuer, weil es ja kein richtiger Spell ist,
für den Speck mache ich keinen Schaden. Dann habe ich wahrscheinlich den Boss angeschossen, bin weggelaufen und dann ist er resettet, weil ich zu weit weg war. Ah, ja, okay. Ja, ich skill wieder auf Guardian um. Es bringt dir 0 auf Katze zu specken. Das bringt leider 0. Warte, jetzt muss ich nochmal resetten. Und ja. Wieder rein. Naja, dann. Okay. Hätte ja sein können, dass man irgendwie schneller ist, ne? Aber dem ist leider nicht so. Schade, schade. Halt, warte mal, das ist das richtige WoW und dann skill ich wieder um. Das bringt leider. Leider nix. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Was machen wir denn? Kataklysm oder MOP? Ich weiß nicht. Ich glaube, also, was wäre denn dir lieber? Also, ich glaube, ich will lieber Kata machen als MOP. Ja, also, ich habe mir letztens noch ein Video angeguckt. Also, für die Wege ist Kata langsamer. Also, für die Questen sind die Wege halt weiter zum Fliegen, aber. Ich glaube, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ob man eine Minute länger zum Fliegen brauchen, für die Quest abgeben oder nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, was da wirklich viel schneller ist, aber. Bei Ding hatte ich schon ein bisschen rumprobiert, gestern oder so, mit welche Indie da gut ist zum Ziehen. Und da steinerner Kern, muss ich sagen, nicht so verkehrt. Das geht eigentlich relativ zügig und das bringt auch immer 100.000 pro Abschluss etwa. Also da kommt man schon ganz gut durch. Also das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Ich werde dann halt so, wo ist denn das Gebiet? Dein Hauptchar ist geboostet, okay. Also ich muss sagen, das Game hat ja einige coole Zonen in jedem Addon auf jeden Fall, wo auch die Story ganz gut ist. Also das einmal durchzuquesten macht auf jeden Fall Fun. Klar, wenn du das fünfte Mal gemacht hast, dann hält sich eher so in Grenzen, ne? Aber so das erste Mal gibt's schon echt coole Sachen. Also kann man nur empfehlen, das einmal auch mit der Lore so ein bisschen durchzugucken. Das macht schon. Einmal für Bashir und einmal für Uldum. Okay. Weil die Gebiete finde ich recht spannend. Das auf jeden Fall, ja. Vor allem Uldum, da sind ein Haufen Cut-Sequenz drin. Das ist natürlich zum schnell durchboosten, deswegen nicht ganz so nice. Aber, ich bin 74, schau mal an. Komm. Wir sind gleich 73. Ja, muss ich halt noch in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen weiter. Oh, ich glaube, wir haben zu viele Instanzen, oder? Ja. Dann sind wir durch, oder? Wann ist jetzt schon 10 Mal? Das kann man jetzt gar nicht so oft für. Oder? Auch mit dem hier? Ja, zu viele Instanzen haben wir. Ja, schnell zum Briefkasten mal kurz gehen, alles abchecken, verkaufen. Jo, mach das mal. Ja. Gut, dann sind wir für die Folge durch. Jetzt sind wir von 70 auf 74 gekommen. 10 Minuten sind wir drüber. Okay, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch einplanen. Fürs Video soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Euer Tela, bis dann. Ciao.